Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur ersten Streitbar der Bildungsstätte Anne Frank im neuen Jahr, wie im alten Jahr auch wieder rein digital. Die Streitbar dieses Mal zum Thema Rassismus ist eingebettet in unser Begleitprogramm zur Sonderausstellung Hingucker, Kolonialismus und Rassismus ausstellen und zur Stadtlaborausstellung Ich sehe was, was du nicht siehst, des Historischen Museums Frankfurt. Und normalerweise, wenn jetzt keine Pandemie wäre, würden wir Sie, liebe Gäste, jetzt im Anschluss gerne einladen, noch durch unsere Ausstellungsräume zu laufen und sich die Ausstellung anzuschauen. Da das nicht möglich ist, möchte ich Sie gerne darauf hinweisen, dass das auch virtuell möglich ist. Und Sie können unserer Kuratorin Jan Sakika-Sabandi digital folgen. Das entsprechende Video findet sich auch hier auf unserem YouTube-Kanal, sodass Sie die Ausstellung dort anschauen können und hoffentlich in einiger Zeit auch wieder live bei uns vor Ort. Aber das bitte erst nach dieser Veranstaltung, denn es verspricht spannend zu werden heute Abend bei der Streitbar zum Thema Rassismus mit Alice Harsters und Janan Topçu. Herzlich willkommen. Und natürlich mit unserer Hausstreitbar-Moderatorin Hadija Haruna Oelker, an die ich jetzt das Wort übergebe und die durch den Abend leiten wird zu einem Thema, was gerade die vergangenen Tage in den sozialen Netzwerken und andernorts wieder äußerst kontrovers diskutiert wurde und heute hoffentlich auch kontrovers, aber respektvoll und konstruktiv bei uns auf der Tagesordnung steht. Viel Vergnügen und gutes Gespräch euch dreien. Ja, hallo, einen schönen, man kann jetzt sagen, späten Nachmittag auch von mir. Normalerweise findet die Streitbar ja immer abends statt. Ja, danke für die Vorworte, Marie. Am 19. Februar wird sich der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau jähren und im Mainstream wird diskutiert, ob wir genug über Rassismus in Deutschland gesprochen haben, ob wir richtig über Rassismus diskutieren. Und für Furore sorgen solche Dinge wie der Artikel einer Journalistenkollegin, die antirassistische Arbeit als lukratives Geschäft bezeichnet, oder aber auch seit dem vergangenen Wochenende die Diskussion über das WDR-Format Die letzte Instanz. Also, nichts hätte passender sein können als die schon vor einiger Zeit geplante Streitbar, denn wir haben sie nicht neu aus dem Boden gestampft, sondern sie ist schon eine Weile überdacht mit der Frage, welche Sprache brauchen wir für den Rassismus, der uns begegnet? Wir müssen noch viel reden, sagen die einen, über Rassismus in all seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen. Wir müssen diejenigen sprechen lassen, die nicht zu Wort kommen, auch mal aushalten, dass es auch konfrontierend wirken könnte. Und die anderen sagen, dass wir zu viel über Rassismus sprechen, dass bei vielen diese ganzen neuen Begrifflichkeiten, Selbstbezeichnungen, die Debatten um Privilegien und Deutungsmacht gesellschaftliche Graben aufreißt. Und deswegen legen wir heute in dieser Streitbar den Finger in die Wunde und fragen, worüber reden wir hier eigentlich, wenn wir über Rassismus sprechen? Und das tun wir wieder, wie immer, mit zwei Gästinnen in diesem Fall, die trotz geteilter Absicht gegen Rassismus vorgehen zu wollen, unterschiedliche Meinungen dazu haben. Und wie immer in der Streitbar stelle ich beide Gästinnen mit einer Art Netzvita vor. Also ich habe im Internet geschaut, was finde ich über die beiden passend zu diesem Thema. Die erste Gästin ist Janan Topçu. Ich freue mich, dass sie hier ist. Der Cicero schreibt über sie, sie war 8, als ihre Eltern mit ihr und den beiden Schwestern aus der Türkei nach Deutschland kamen. Sie ist hier zur Schule gegangen, hat studiert und bei einer Tageszeitung volontiert. Heute ist sie Autorin und lehrt Gesellschaftswissenschaften an der Hochschule Darmstadt. Im Oktober 2002 sorgte sie mit ihrem Artikel Nicht mein Antirassismus in der SZ für Diskussionen. Darin kritisiert sie eine junge, akademisch gebildete Generation und die Schärfe einer Rassismusdebatte, die eben nicht dazu beitrage, in ihrem Sinn Ungerechtigkeit zu verringern, sondern die Fronten verhärte. Der Cicero untertitelt: Eine Autorin, Tochter türkischer Gastarbeiter, gibt den People of Color Kontra, dass sie Deutsche ausgrenze und zitiert sie wie folgt. Das Schlechtreden dieser Gesellschaft und das Bashen ganzer Berufsgruppen, wie etwa Polizisten, und das verächtliche Bezeichnen von autochthonen Deutschen als Allmanns oder Kartoffeln mag für das Empowerment untereinander gut sein. Es erzeugt aber keinen konstruktiven Diskurs. Das Thema gärt in ihr schon lange, schreibt sie in einem Streitgespräch mit Christo Lazarevic in der FAZ, weil sie bei vielen Veranstaltungen der postmigrantischen Szene zugegen war. Sie attestiert Deutschland keinen allgegenwärtigen Rassismus und dass Minderheiten durch das Grundgesetz geschützt seien. In einem Gastkommentar für den NDR schreibt sie, dass wir um einiges weitergekommen seien, was zum Beispiel die kritische Auseinandersetzung und die mediale Berichterstattung über den Islam und Muslime angeht.
dass der Chor vielstimmiger geworden sei. Sie träumt darin von einer Gesellschaft, in der es keinen Aufschrei gibt, wegen eines verwehrten Handschlags, eines Kopftuchs oder einer Verschleierung. Schön, dass du da bist, Janan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau. Virtueller Applaus. Ich bin gern gekommen und bin gespannt auf das Streitgespräch. Mal sehen, ob es im Streit endet oder mündet. Konstruktiver Streit soll es ja sein. Sehr gut. Die zweite Gästin ist Alice Hasters. Wikipedia sagt über sie, als jüngste von drei Töchtern ihrer schwarzen US-amerikanischen Mutter und ihres weißen deutschen Vaters, verbrachte sie ihre Kindheit in Köln-Nippes. Und dass sie nach dem Abitur zunächst an der Sporthochschule Köln studierte und dann an die Deutsche Journalistenschule in München ging. Die Journalistin Alice Hasters hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu erklären, was Rassismus ist, warum das manchmal schmerzhaft ist und was wir ändern müssen, schreibt zum Beispiel und viele andere, aber ich nehme mal hier den Weser Kurier. Ihr Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ist ganz oben in der Bestsellerliste. In ihrem Essay schreibt sie, dass gerade aus der Angst heraus, dass sich die andere Person durch den angesprochenen Rassismus unwohl fühlen könnte oder empfindlich reagiere, werde Rassismus von den Betroffenen oft nicht angesprochen. Dazu sagte sie im SWR, Rassismus wird man nicht los, nur weil man behauptet, nicht rassistisch zu sein. Sie fordert, wenn wir eine antirassistische Gesellschaft sein wollen, braucht es einen offenen Diskurs über das Thema. Sie glaubt, dass sich keine Betroffene oder Betroffener gerne als schwach sehen wolle. Sie aber mittlerweile denkt, dass es empowernd sei, zu sprechen. Denn, Zitat, es heißt, dass ich zur Bekämpfung des Problems beitrage, wenn ich Rassismus benenne. Im Podcast Alles gesagt findet sie, dass gerade Sprache und Begrifflichkeiten wie BIPOC wichtig seien, um Dinge sichtbar zu machen und Selbstbezeichnungen zu finden, um Debatten über Identitäten und Rassismus führen zu können. Schön, dass auch du da bist, Alice. Dankeschön, ich freue mich sehr. Aber der Streitbar manchmal zugegen ist, weiß, dass in der ersten Runde, damit wir so ein bisschen herausfinden, wie sind denn die beiden Positionen der beiden Streiterinnen, gibt es einen Fragenhagel. Also kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort, sofern das geht. Ich mache immer im Wechsel, einmal Alice, einmal Janan, einmal Janan, einmal Alice. Mit wem beginnst du? Mit wem soll ich denn beginnen? Ich wollte da nur wissen, dass ich weiß, ob ich antworten soll. Janan, wir beginnen mit dir. Fragenhagel. Gibt es Alltagsrassismus in Deutschland oder wäre es besser, von Ausgrenzung und Diskriminierung zu sprechen? Ich spreche von Ausgrenzung und Diskriminierung. Alice, wie ist es für dich? Ich spreche von Rassismus im Alltag, ja. Alice, gibt es für dich einen alternativen Rassismusbegriff oder warum trifft es Rassismus denn am besten? Weil ich glaube, ich finde, wir sollten Rassismus auch Rassismus nennen. Ich glaube schon, dass man natürlich die Auswirkungen skalieren kann sozusagen. Aber ich glaube, dass die ursprünglichen Gedanken bei dem extremen Rassismus und bei dem sogenannten Alltagsrassismus, die gleichen sind. Also es kommt aus der gleichen Wurzel. Und deshalb finde ich, sollte man auch von Rassismus sprechen, auch wenn es kein Rechtsextremismus ist zum Beispiel. Also ich glaube, das hilft eher, Rassismus früh zu erkennen, bevor er eben ins Radikale geht. Danke dir, Alice. Ich weiß jetzt nicht, Janan, ob Diskriminierung und Ausgrenzung deine Alternative sind, aber ich stelle die Frage konkret nochmal an dich. Gibt es für dich einen alternativen Rassismusbegriff? Weil Rassismus trifft es ja für dich nicht am besten. Also der Rassismusbegriff ist so inflationär und betrifft so viele Sachen und es wird so unterschiedlich gedeutet, dass ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, in welchem Kontext welche Leute den Begriff Rassismus verwenden. Deswegen bin ich mit dem Begriff Rassismus vorsichtig, weil es ja heißt, Rassismus gegen Weiße gibt es nicht. Wenn man aber Rassismus definiert als quasi Ausgrenzung, Diskriminierung, Verächtlichmachung von Menschen aufgrund ihrer äußeren Merkmale, dann würde das ja für Weiße auch betreffen. Und dann wird aber der Rassismusbegriff oder der Rassismusdiskurs auf der Machtstrukturebene sich angeschaut oder definiert.
und quasi Weißen per se Macht zugesprochen, und das sehe ich so nicht. Und das, da bin ich, glaube ich, auch nicht alleine. Aber die, die es so anders sehen als ich, haben einfach jetzt gerade die Deutungshoheit. Wir gehen später noch darauf ein, ganz wichtig, wir machen einen Fragenhagel, der einfach erstmal sozusagen abdeckt und wir vertiefen. Frage 3 an dich, Jana. Das Bild von kollektiven Opfern von Rassismus und Betroffenheit wird oft gezeichnet. Wie stehst du dazu? Ich bin nicht gerne Opfer und empfehle auch anderen nicht, sich in die Opferrolle zu begeben. Wie stehst du zu diesem Bild von vermeintlich kollektiven Opfern von Rassismus und Betroffenheit, Alice? Ich denke oft über das Wort Opfer nach, weil ich glaube, Leute wollen nicht gerne Opfer sein und distanzieren sich immer davon. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt schlimm ist, Opfer zu sein. Ich glaube, es liegt daran, was man assoziiert mit dem Wort Opfer, als ob man passiv wäre, als ob man sein Schicksal nicht in die Hand nehmen könnte, als ob man nicht selbstbestimmt wäre und als ob, als ob einem etwas angetan würde. Und ich glaube, ich glaube, ein bisschen stimmt das aber, dass man Opfer auch ist in einem strukturellen Sinne. Das heißt aber nicht, dass man schwächer ist unbedingt. Also ich glaube, das Problem ist die Assoziation, wie man Opfer darstellt. Aber ich würde mir eher wünschen, dass man vielleicht komplexer über den Begriff Opfer nachdenkt, anstatt sich immer so davon zu distanzieren und zu denken, das sei immer was Schlechtes. Es bedeutet einfach nur eine Positionierung in einer Machtstruktur, ja, für mich. Danke. Frage 4 an dich, Alice. Identität und Identitätspolitik ist für dich? Das ist schwer, das zu beantworten. Identität ist natürlich irgendwo konstruiert, ist aber, glaube ich, ganz wichtig für das Selbstbild und auch, um zu verstehen, um gesellschaftliche Diskurse zu führen. Und ich glaube, Identität ist auch immer im Wandel. Identitätspolitik wird, glaube ich, oft missverstanden. Ich orientiere mich da an dem Combahee River Collective, einem Kollektiv schwarzer, queerer Frauen, die das Wort Identitätspolitik sozusagen eingeführt haben. Und die meinten, Identitätspolitik sei quasi, die Idee von Identitätspolitik sei, dass man bestimmte politische Forderungen in Bezug auf Gleichberechtigung quasi schon auf dem Schirm hat, aufgrund der eigenen Betroffenheit, aufgrund der eigenen Identität. Deshalb, und so könnte man quasi auch Diversität und Vielfalt in bestimmten EntscheiderInnenpositionen begründen. Wenn viele unterschiedliche Identitäten mitentscheiden können, dann hat man automatisch eine komplexere Problembetrachtung und einen komplexeren Lösungsansatz, der am Ende allen helfen würde. Und so begreife ich Identitätspolitik. Und ich glaube auch nicht, dass ich glaube, eigentlich machen mehr oder weniger alle Identitätspolitik, weil alle Leute haben ja ein bestimmtes Bild von Gesellschaft vor Augen, wenn sie eine politische Haltung haben. Janan, Identität und Identitätspolitik ist für dich? Also Identität ist was ganz anderes als Identitätspolitik. Identität ist vielfältig. Ich habe viele Identitäten. Ich bin Hühnermutter, ich bin Gärtnerin, Köchin, ich bin Publizistin, ich bin und dies und jenes und kann von einer in die andere auch switchen. Manche Identität ist selbstbestimmt, andere wird einem zugeschrieben. Identitätspolitik ist gerade in den aktuellen Debatten mal positiv, meistens aber negativ verwendeter Begriff. Viel Theorie und der Grundsatz ist, glaube ich, würde man sagen, Lobbyarbeit, Interessensgemeinschaft, die ihre
eigenen Position aufgrund von bestimmten Merkmalen, Herkunft, Ethnie, Religion oder wie auch immer in den Vordergrund stellt, um quasi auch um mit Al-Mafani zu sitzen, am Tisch zu sitzen und mit Al-Mafani zu sprechen, am Tisch zu sitzen und die Debatte mitzubestimmen und, oder ein Stückchen vom Kuchen abzubekommen. Du beziehst dich auf Al-Mafalani und das Integrationsparadox, nur für die anderen. Okay. Janan, BEPOC Empowerment, White Privilege oder Schwarz mit großem S. Schadet der Diskurs über sprachlichen Rassismus oder ist er wichtig für die gute Sache? Der Diskurs kommt darauf an, wie der geführt wird. Wenn er mit BEPOC und wie auch immer geführt wird, glaube ich, schadet er, weil bestimmte Leute dann einfach an, bei diesen Abkürzungen dicht machen. Abgesehen davon ist Black Indigenous People of Color eine Definition, die für Deutschland einfach nicht hinhaut. Das ist ein Begriff aus dem amerikanischen, US-amerikanischen Diskurs. Wer sind denn hier die Indigens? Also passt einfach nicht. Und man sollte vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, wenn man Begriffe aus dem US-amerikanischen Diskurs hier übernimmt. People of Color finde ich auch Blödsinn, ehrlich gesagt. Das ist, ich weiß, wie da definiert wird, aber ich bin nicht People of Color. Ich bin Canan Topçu und habe Eltern, die aus der Türkei migriert sind und habe eine Herkunft in der Türkei geografisch. Und farbig bin ich sowieso nicht. Das Komische ist ja, dass wenn Schwarze farbig genannt werden, dann alle Pickel kriegen, dann aber selber People of Color plötzlich heißen. Also die Absurditäten müssen wir erstmal ein bisschen auch analysieren. Yes, jetzt geht's los. BEPOC Empowerment, White Privilege, zähle ich nochmal alles auf. Schadet der Diskurs über sprachlichen Rassismus oder ist er wichtig für die gute Sache? Alice. Ich glaube, dass diese Begriffe total helfen, um bestimmte Dinge sichtbar zu machen, die wir im deutschsprachigen Raum bisher gar nicht sichtbar machen können, weil wir keine Begriffe dafür haben. Ich gebe Canan aber recht, dass bestimmte Übertragungen nicht so richtig funktionieren oder dass zum Beispiel auch, dass man durchaus diskutieren kann, ob der Begriff BPOC oder BIPOC wirklich Sinn ergibt für die deutsche Gesellschaft oder für den oder für das, was wie Rassismus in Deutschland aussieht. Und wir müssen noch sehr viel mehr darüber reden, wie wir diese Dinge kategorisieren. Ich glaube, dass zum Beispiel Indigenous, ich verwende in meinem Buch zum Beispiel BIPOC, also BIPOC, weil ich auch über den Rassismus oder über die Vorurteile spreche, die indigene amerikanische Menschen die vorherrschen auch hier in Deutschland, weil die haben ja irgendwie trotzdem eine Bedeutung. Das hat natürlich etwas da mit dem Einfluss von Amerika zu tun und so weiter. Aber es ist, zwar gibt es wenig indigene amerikanische Menschen, aber es gibt den Rassismus gegen sie trotzdem hier. Und der ist ja auch kulturprägend hier. Also von daher muss man immer gucken, von was man spricht. Aber das, also ich bin... Ich glaube, dass Sprache auf jeden Fall im Wandel ist. Ich sehe auch das Problem, dass man damit vielleicht bestimmte Leute abhängt, dass man sehr irgendwie, ja, also dass das sich sehr schnell weiterentwickelt. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall keine Lösung zu sagen, wir benutzen diese Worte nicht oder wir sprechen diese Dinge nicht an, weil wir keine Sprache dafür haben. Oder... Also ich bin total dafür, ich werde mich jetzt nicht an diese Begriffe klammern, wenn wir andere Begriffe finden. Aber ich benutze sie, solange es keine besseren Begriffe gibt. Dann Frage 6 an dich, Alice. Muss man denn die richtigen, in Anführungszeichen, Worte kennen, nutzen, um antirassistisch zu sein? Ja, ich glaube, es ist unglaublich hilfreich, wenn man die richtigen Begriffe kennt, weil man dann auch weil man sich dann klarer ausdrücken kann. Ich habe selber erlebt, dass Leute die ganzen richtigen Begriffe kennen, aber bestimmte antirassistische Prinzipien trotzdem nicht verstanden haben. Und ich habe Leute kennengelernt, die die Begriffe nicht kennen, aber natürlich irgendwie viel eher antirassistisch sind. Also man kann nicht sagen, die Sprache
ist die Lösung aller Dinge. Ich glaube, es ist ein richtig großer Pfeiler, eine große Säule, die vieles besser macht und die total wichtig ist, die auch wichtig ist, um halt einen kulturellen Wandel Richtung Antirassismus hinzukriegen. Das heißt, ohne die richtige Sprache schafft man es wahrscheinlich nicht ganz, Rassismen loszuwerden. Aber wie gesagt, nur wenn man alle richtigen Begriffe kennt, heißt das nicht, dass man unbedingt hier Zertifikat in Antirassismus kriegt. Jana, wie siehst du das? Muss man die richtigen Worte kennen und nutzen, um antirassistisch zu sein? Also für die Antirassismusaktivisten gehört es einfach dazu, ja, allein schon die Begriffe zu verwenden und diese Codes quasi, um in den Inner Circle der Hardcore-Aktivisten zu sein. Ich glaube nicht, dass man den Diskurs gegen Benachteiligung, gegen Ausgrenzung und gegen Diskriminierung führen muss mit bestimmten Abkürzungen und bestimmten Begriffen, zumal das wirklich auch so Begriffe sind, die in bestimmten Kontexten von bestimmten Gruppen verwendet werden und die eigentlich auch schon so wie Codes sind, die andere ausschließen. Insofern bin ich bemüht, publizistisch und auch in sonst meiner Arbeit so zu sprechen, dass ich nicht irgendwelche Abkürzungen verwende und andere Leute nicht durch meine Kompetenz, durch Benutzen von Abkürzungen quasi imponieren möchte und aber auch nicht ausgrenzen. Jana, Integrationstheater oder Desintegrationsdebatte? Integrationstheater. Aber du hast auch Desintegrationsdebatte gesagt. Ich habe das von dir. Jetzt haben wir ein Integrationstheater. Mhm. Alice, Integrationstheater oder Desintegrationsdebatte? Ich habe das Gefühl, die zwei Sachen schließen. Also kommt drauf an, wie man das findet. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall, Deutschland ist sehr geprägt von einem Integrationstheater. Und ich glaube, es braucht eine Desintegrationsdebatte. Weil ich kann mich gar nicht entscheiden in der Hinsicht. Also schön. Googelt mal beide Begriffe, was man da so findet. Alice, 8. Wie anschlussfähig ist die Debatte, die seit Sommer vergangenen Jahres im Mainstream in ganz unterschiedlichen medialen Wellen geführt wird? Also beginnt bei Black Lives Matter und heute endend bei Die letzte Instanz. Naja, also ich glaube, diese Vermainstreamung beantwortet ja die Frage so ein bisschen. Also anscheinend ist sie sehr anschlussfähig. Also das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben, aber man muss halt schon anerkennen, dass ein bestimmtes Verständnis von Rassismus und von strukturellem Rassismus irgendwo weiter in die breite Gesellschaft vorgedrungen ist. Also dass ich glaube, dass viele Leute innerhalb des letzten Jahres dazugelernt haben, weshalb wir überhaupt so starke, heftige Reaktionen bekommen, wenn so eine Sendung wie Die letzte Instanz dann zum wiederholten Mal ausgestrahlt wird. Da ist ja nicht so, als ob es die Sendung nicht schon, also Sendungen dieser Art nicht schon irgendwie seit immer gibt. Aber die Reaktion darauf hat sich ja verändert. Das heißt, irgendwo ist die Bewegung Black Lives Matter insbesondere, und da kann man jetzt bewerten, also da gibt es Vor- und Nachteile auf jeden Fall, scheint aber sehr anschlussfähig zu sein für eine breite Gesellschaft. Und wie siehst du das, Jana? Wie anschlussfähig ist für dich die Debatte, die seit Sommer letzten Jahres in medialen Wellen abläuft? Also ich kann mir jetzt eigentlich nicht wirklich genau vorstellen, was du mit anschlussfähig meinst. Ich versuche mal das so, wie ich es verstanden habe. Ob du es so meinst, ist eine andere Sache. Also, meine Studentin heute fragte mich, weil wir über die letzte Instanz gesprochen haben, und sie hat sich nicht im Plenum getraut zu fragen, sondern eine Mail geschickt, ob ich ihr erklären könne, warum eigentlich bei der ersten Ausstrahlung der Sendung nicht so einen Protest gegeben habe, sondern erst nach der zweiten, also nach der Wiederholung. Ich konnte ihr nur sagen, das hat sich zufällig eine der Antirassisten-Aktivistinnen angeguckt und hat es getwittert, und dann hat es angefangen, einen
sozusagen eine Debatte zu starten. Dass aber Diskussionen um Black Lives Matter und Rassismus, so wie sie geführt werden, offensichtlich nicht fruchtbar sind, zeigt ja diese Sendung, die im Herbst vergangenes Jahr gelaufen ist und die von Redaktion ohne große Probleme abgenommen wurde und gesendet wurde und dass es auch keinen Skandal damals gab. Deswegen ist die Frage nach Anschlussfähigkeit für mich eine, wo ich sagen würde, offensichtlich nicht. Du hast mich richtig verstanden, Janine. Letzte Frage an euch. Haben wir in der Debatte um Rassismus und Antirassismus oder wie auch immer wir Rassismus nennen, haben wir es da auch mit einem Generationenkonflikt, einem Generationenstreit der bewegten Szene in diesem Feld zu tun? Wen fragst du? Mich? Janine. Also, Janine. Immer im Wechsel. Also, unterstellt, das müsste dann auch mal empirisch erforscht und herausgefunden werden. Es wird unterstellt und mir auch immer wieder gesagt, dass meine Positionen was damit zu tun haben, dass ich zu einer anderen Generation gehöre. Mag sein, wenn man selber drin ist, kann man das auch nicht so unbedingt gut beurteilen. Das hat sicherlich aber was damit zu tun, dass ich 55 bin und nicht 18 und 20 und 25. Also auch ein bisschen etwas, was mit Erfahrung, mit Reflexion und anderen Erlebnissen. Das hat auch damit zu tun, dass ich Tochter von türkischen Arbeitsmigranten bin und andere Erfahrungen auch gemacht hat und macht. Und meine Haltung zu diesem Land auch eine andere ist, vielleicht wie von einer schwarzen jungen Frau, die sagen wir mal, in Ostdeutschland groß geworden ist. Also die Positionen ändern sich einfach auch sicherlich mit Erfahrungen, Lebensgeschichten und der Haltung zu einem Land. Und das, was mit Migration zu tun hat, kann ich nicht sagen. Das geben wir mal als Forschungsauftrag an die Wissenschaft. Schön. Alice, an dich dasselbe. Wie schätzt du das ein? Generationenstreit, Konflikt, der auch hier mitschwingt? Also ich glaube, dass es auf jeden Fall auch einen Generationskonflikt gibt, der sich auch im Antirassismus widerspiegelt. Also ich habe das Gefühl, dass Generationen ja gerade, dass da generell vielleicht so ein bisschen Anspannung herrscht, sage ich mal, zwischen den unterschiedlichen Generationen. Und ich glaube, das liegt gar nicht unbedingt daran, dass was so oft gezeichnet wird, und da gebe ich Janine auch recht, dass die eine Generation das findet und die andere Generation das andere findet. Natürlich gibt es in beiden Generationen beides. Ich habe manchmal eher das Gefühl, wenn es gerade eben um die Weiterentwicklung von Sprache geht oder um, sage ich mal, dass ein anderer politischer Ansatz auf einmal intensiviert wird, der irgendwie in der Generation davor nicht so viel Beachtung bekommen hat oder der schon mal durchgespielt wurde und es hieß, es ist nicht praktikabel. Oder dass bestimmte Dinge von den Jungen quasi so nochmal diskutiert werden, wo vielleicht die ältere Generation denkt, das haben wir wirklich schon vor 20 Jahren hatten wir genau die gleiche Diskussion und nicht versteht oder sich nicht so wirklich die Anerkennung bekommt, die sie vielleicht verdient hätte. Gleichzeitig aber auch sich vielleicht versperrt gegenüber neuen Wegen, neuen Ansätzen, neuen Trends. Ich glaube, das sind eher die Sachen, die quasi zu einem Generationenkonflikt führen. Und das gibt es innerhalb der antirassistischen Arbeit, gibt es aber auch außerhalb der antirassistischen Arbeit. Also ich sehe das in vielen Bereichen. Fragen habe beendet. Jetzt gehen wir sozusagen über. Ich hoffe, alle haben sozusagen sich schon so ein bisschen ein Bild machen können, wo die doch Unterschiede liegen, auch wenn ihr euch nicht andauernd jetzt widersprochen habt. Aber ich habe sie auf jeden Fall schon herausgehört. Deswegen lasst es uns jetzt vertiefen. Und was mir ganz deutlich geworden ist, ist, dass ihr ein sehr unterschiedliches Verständnis von Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung habt. Und da würde ich gerne noch mal hinschauen, weil dieses Thema, worüber reden wir eigentlich, ein
sehr, sehr Wichtiges ist, auch für die jetzige Debatte, wo wir über, ich sage jetzt mal, für viele eine neue Form von einem Rassismus oder Menschenfeindlichkeit, die als solche auch gelistet werden, sprechen, nämlich dem Rassismus gegen Sinti und Roma. Das heißt, lasst uns irgendwie mal dahinschauen. Früher gab es einen Rassismus, den es zu bekämpfen gab. Heute gibt es verschiedenste Formen. Es wird von antimuslimischem Rassismus, antischwarzen Rassismus, antiasiatischen und wie gesagt dem jetzigen großen Thema gesprochen, wo gestritten wird, welche Begriffe kann man denn jetzt benutzen und welche nicht. Also eigentlich eine alte Diskussion. Sagt ihr mir mal, du hast vorhin gesagt, Jonan, Rassismus gegen Weiße gibt es, müsste es geben, laut deinem Verständnis einer Definition von Rassismus. Ich beginne aber mal mit Alice. Alice, was ist denn deine? Nee. Ich halte mich da auch dezent raus. Ich sage nur, wenn man so bestimmte Art und Weise den Rassismus füllt, dann dürfte auch Rassismus gegen Weiße nicht davon ausgeschlossen werden, weil dauernd sagen irgendwelche Leute, die von sich meinen, dass sie Ahnung haben, Rassismus gegen Weiße kann es nicht geben, weil ich finde diese Debatte komplett schräg, ja, also ich habe das ja vorhin schon gesagt, im Grunde müssen wir erstmal darüber sprechen, von welchem Rassismus sprechen wir. Wenn wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen, meint Rassismus das Gleiche, wenn Alice das verwendet oder ich oder du. Und im Grunde bei jeder akademischen, wissenschaftlichen Debatte versucht man ja erstmal, sich darüber zu einigen, wie verwenden wir den Begriff. Und das wäre ja auch ganz hilfreich, erstmal zu sagen, möchte ich den Begriff Rassismus verwenden? Wenn ich den verwende, wie verwende ich den? Gut, aber dann machen wir das doch. Dann sag du mir doch vor dieser Folie, was ist für dich Rassismus und wann könnte man ihn dann auch sozusagen, wenn er missinterpretiert wird, auch für Weiße verwenden? So, und dann schauen wir, was Alice sagt. Okay, ich sage, der Begriff Rassismus macht mich komplett schwindelig, weil in den vergangenen Jahren alles mögliche Rassismus ist, antimuslimischer Rassismus, und ich sage, ich halte von diesem Begriff grundsätzlich nicht viel. Den Rassismus würde ich im historischen Kontext eher benutzen und auch im Kontext mit Kolonialismus und auch mit der Ideologie, die mit der Versklavung zusammenhängt. Aber in den heutigen Debatten, wenn es darum geht, dass sozusagen Diskriminierung gibt, Ausgrenzung gibt, gegenüber bestimmten Gruppen. Also im Grunde sagt eigentlich die Definition der Bielefelder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit für mich sehr viel aus. Leider ist das ein Begriff, mit dem man nicht groß operieren kann. Aber also Rassismus sells, wenn ich mal ganz provokant sagen darf. Wenn ich eine Aktion starte und irgendwie Aufmerksamkeit haben will, dann bin ich mit Rassismus und Antirassismus, das ist schon so ein Triggerwort geworden. Also ich möchte darüber sprechen, was es ist, was es mit Menschen macht oder welche Strukturen bestimmte Gruppen ausschließen. Und dann müssen wir halt ein bisschen genereller den Begriff Rassismus verwenden. Also es gibt den Rassismus gegen Schwarze, dann wird über Machtkonstellationen, und das ist ja auch dann absurd, also so Weiße haben per se quasi Privilegien, sind grundsätzlich, also wenn wir das alles uns mal angucken, dann finde ich, ist der Begriff Rassismus nicht tauglich. Okay, um es zusammenzufassen, für dich ist Rassismus als Begriff nur zu koppeln an historische Ereignisse und haben keine Kontinuität im Heute. Alice, was sagst du dazu, wenn du das hörst? Was ist für dich Rassismus? Nein, jetzt muss ich habe nicht gesagt, keine Kontinuitäten. Wenn wir aber über konkrete Auswirkungen von Diskriminierung reden wollen, und Ausgrenzung und Strukturen, die quasi bestimmte Gruppen ausschließen, dann hilft uns dieser Begriff Rassismus als Schlagwort nicht wirklich. Und das ist so ein Kampfbegriff geworden.
Und ich vermeide den, weil auch viele Menschen einfach nicht mehr wissen, was ist denn nun jetzt rassistisch? Bin ich rassistisch? Wann ist man rassistisch? Also okay, genau, aber ich versuchte nur auf die Frage, wir wollten ja eine Rassismusdefinition haben, du hast es an historische Ereignisse gekoppelt und die ganzen sozusagen Neuerungen wie Rassismus, antimuslimischer, antischwarzer Rassismus, hast du einem neuen Phänomen zugeordnet, das einen anderen Namen braucht. Alice, was meinst du dazu? Ich sehe das ein bisschen anders und ich finde es auch irgendwie nachvollziehbar, dass ich es anders sehe, aus deiner Rassismusdefinition heraus, Janan, weil du meintest, du verwendest Rassismus mehr in einem historischen Kontext, wenn es um eben Kolonialismus geht und Versklavung und meine Identität und das Schwarze schließt sich ja hat ja eine direkte Verbindung genau zu dieser Historie. Und deshalb sehe ich die Kontinuitäten von heute, wie sie mich umgeben, vielleicht in meiner Identität noch mal klarer oder kann da eine direktere Linie ziehen. Ich hoffe, es ist irgendwie klar, was ich meine. Also, dass ich natürlich als quasi direkte Nachfahrin von versklavten Menschen natürlich irgendwie denke, da gibt es hier eine Kontinuität, die sehe ich irgendwie eher. Und es gibt, aber das ist ja quasi vielleicht für dich nochmal anders, weil du dich natürlich nicht als direkte Nachfahrin dieser Geschichte siehst, zumindest nicht in dieser Verortung, in der gleichen Verortung. So, deshalb kann ich, deshalb ist es für mich aber total, also aus meiner Perspektive ist das, was ich erlebe, was ich sehe und auch das, was es hier, was hier an Strukturen vorherrscht, total geprägt, auch von diesem historischen Rassismus, auf den wir uns einigen können, dass das auf jeden Fall Rassismus war vielleicht. Und klar stimmt es auf jeden Fall auch, dass das aber nicht das Einzige ist, was hier strukturell mit einspielt. Also dass natürlich ganz viel über Migrantisierung auch strukturell passiert. Ne? Also dass man wir definieren strukturell zumindest oder sollten nicht mehr in Rassifizierungen, sondern Diskriminierung läuft eher über Migrantisierung. Soll man das jetzt noch Rassismus nennen oder braucht man dafür einen anderen Namen? Ich kann irgendwie deinen Standpunkt irgendwo nachvollziehen. Ich finde aber, dadurch, dass die Funktion die gleiche ist, und zwar die Funktion, bestimmte Menschen zu gruppieren und ihnen dann quasi durch, ihnen Privilegien zu verweigern in der Hinsicht, dass sie durch den Pass, durch den Namen, aber auch durch ihr Aussehen schwerer an Reichtum, Ressourcen und so weiter kommen. Ich habe das Gefühl, dass das die gleiche Absicht ist wie der historische Rassismus, den du vorher genannt hast. Deshalb finde ich, ist es schon legitim, das, was heute vorherrscht, auch Rassismus zu nennen. Aber wollen wir, ich hake jetzt mal danach. Ja? Also wie soll ich jungen Menschen erklären, wenn ich einerseits erkläre, also es gibt keine menschlichen Rassen, ja, erkläre auch Ihnen, warum das im Grundgesetz ist und dass es jetzt auch in Bemühungen gibt, das da aus dem Passus zu streichen. Also wenn es so darum geht, den Menschen zu vermitteln, im Grunde sind wir biologisch und auf unterschiedlichen Ebenen uns gleich. Es gibt keine menschlichen Rassen, wir sind alle gleichwertig. Und dann soll ich mit Ihnen über Rassismus sprechen und Ihnen dann erklären, es gibt zwar keine Rassen, aber es gibt Rassismus. Ja, und das nimmt absurde Züge an, deswegen sage ich das, weil es so für einen normalen Menschen nicht mehr nachvollziehbar ist, warum ich dann irgendwie das alles auf dieser Schiene von Rassismus, also so, was ist der Unterschied? Was wollen wir analysieren? Wir wollen analysieren, dass Menschen, bestimmte Menschengruppen benachteiligt werden, ausgegrenzt werden, aus bestimmten Strukturen außen vor gelassen werden. So. Ja.
Ja, also, manche, aber, und dann, was mich echt ankotzt, ist dieses, mit diesen Privilegien und Machtstrukturen. Erklär bitte mal einen ostdeutschen Verlierer der Wiedervereinigung oder irgendeinen armen Malocher, der auch nicht weiß, wie er um die Runden kommt und auch von, also im Grunde auch komplett benachteiligt ist und auch, also so, die überhaupt nicht in irgendeinen Machtstrukturen sich sieht, dass er als Weißer privilegiert ist, ja, also so. Aber ganz kurz, wir sind ja jetzt bei Klasse. Ja, aber diese Rassismus mit diesem, das sozusagen. Ja, ich kann das auch gleich erklären. In der Machtposition sind sozusagen die Privilegierten und die anderen werden sozusagen unterdrückt, ausgegrenzt, was weiß ich. Okay, ich kann es dir. Mir musst du es nicht erklären, ist es das Problem, dass die Leute das nicht funktioniert, das nicht ankommt. Sonst hätten wir die Grenzung nicht gehabt. Janan, es ist ein Problem, meine Frage ist nicht von euch hinreichend beantwortet worden. Ich habe euch in den Raum gegeben, dass wir über Rassismus sprechen. Wenn wir auf Klasse gehen, ist das ein Thema in der Intersektionalität verknüpft. Lass uns also bei deiner Frage bleiben. Janan, du sagst, ich halte es nochmal fest, historisch, ja, heute ins Absurde gedreht, weil dieses Konzept funktioniert heute nicht mehr. Eines hat uns gerade erklärt, es funktioniert, weil es eine Kontinuität gibt, hat sie an sich selbst beschrieben und sagt, dass es diese Kontinuität natürlich auch für die anderen vermeintlichen Gruppen gibt. Und jetzt war deine Frage, was ist das heute? Und vielleicht gebe ich ein Wort in den Raum, über das ihr sprecht, ist ja Race, also wieder ein schöner englischer Begriff. Alice, vielleicht magst du darauf Antwort geben. Ja, also ich finde, dass man, ich kann diese Schere, kann ich schon nachvollziehen, dass man denkt, hey, wir wollen Rassismus auflösen und deshalb sprechen wir so, als ob kategorisieren, nehmen wir diese Kategorien, die durch Rassismus geprägt sind und reden die ganze Zeit darüber. Das macht doch gar keinen Sinn. Ich verstehe auf jeden Fall, woher diese Schere im Kopf kommt, aber ich glaube halt, man muss ja sagen, ich glaube nicht, dass irgendein Problem jemals aufgelöst worden ist, wenn man ganz lange irgendwie das aufgebaut hat und diese, also ich meine, Rassismus ist ja auch nicht erst, es ist ja immer noch, sage ich mal, im Verhältnis zu dem, wie lange Rassismus vorgeherrscht hat, eine sehr kurze Zeit, seitdem wir diese Informationen haben oder seitdem das wirklich gesellschaftsfähig ist, zu sagen, es gibt keine Menschenrassen, das ist ja eigentlich, also ich weiß nicht, in Schulbüchern meiner Eltern oder so stand noch was von Menschenrassen. Also von daher muss man ja auch sagen, ich glaube, dieses Denken und diese Strukturen, die kann man nicht einfach ignorieren, nur weil man gemerkt hat, das hat keine wissenschaftliche Grundlage, aber mittlerweile hat es halt eine soziale Grundlage. Und das ist halt das, was wir Race nennen, das heißt, es hat eine soziale, gesellschaftliche Realität geschaffen, dass diese Gruppen quasi gemeinsame, kollektive Erfahrungen machen und das bindet sie zusammen. Nichts anderes, aber dass sie aufgrund bestimmter Merkmale die gleichen Erfahrungen machen, das ist das, was Race ausmacht. Welche Erfahrungen, also jetzt nehmen wir mal behinderte Menschen, ja, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch political correct ist, behindert zu sagen, oder dicke Menschen, die sind auch Ausgrenzungen und Diskriminierung ausgesetzt, massiv, also sind sie in diesem Begriff des Rassismus jetzt auch drin oder nicht? Warum nicht? Genau, weil es einfach... Wenn es heißt, es gibt bestimmte Gruppen, die aufgrund von gemeinsamen Merkmalen ausgegrenzt werden und einem sozusagen Machtsystem ausgesetzt sind, dann sind das auch dicke Leute, behinderte Leute, die bestimmte Krankheiten haben. Dann müsste ich also so, ich glaube auch, dass man, also es ist ganz wichtig, über unterschiedliche Formen von Diskriminierung zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es zuträglich ist, zu sagen, alle Formen der Diskriminierung, eine Höherstellung, eine Schlechterstellung ist immer Rassismus. Diskriminierung hat oft die gleiche Funktion. Rassismus soll Leute marginalisieren, quasi denen weniger Macht zu sprechen. Sorry, ich muss mit Macht argumentieren, es geht anders nicht.
Ableismus oder Behindertenfeindlichkeit hat die gleiche Funktion. Sie möchte Menschen mit Behinderung weniger Macht zukommen lassen. Das kann man auch mit Dickenfeindlichkeit, mit Queerfeindlichkeit, all diese Dinge haben mehr oder weniger die gleiche Funktion, aber sie haben eine unterschiedliche Historie und speisen sich aus einem, also aus unterschiedlichen, gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontexten. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man versteht, dass diese Dinge eben auch zusammenwirken können. Also wir haben wie so eine Palette an Dingen, die uns privilegieren oder benachteiligen. Und wir müssen halt diese Dinge berücksichtigen. Und ich finde halt, was ganz oft passiert ist, dass man, man kann nur die Dinge diskutieren, die sich gegenseitig ausschließen innerhalb von der Machtstruktur. Also es bringt überhaupt nicht zu sagen, haben es Menschen mit Behinderung schlechter oder schwarze Menschen. Funktioniert auch nicht zu sagen, haben es muslimische Menschen schwerer oder schwarze Menschen. Aber dieser Opferdiskurs und diese Opferkonkurrenz gibt es ja auch tatsächlich. Ja? Wir sind Opfer und mehr diskriminiert als wir. Aber ganz kurz, ich muss jetzt schon wieder reingehen, weil ihr entfernt euch vom Thema. Aber ich bin ja die Moderatorin und jetzt hole ich euch wieder zurück, weil diese streitbar heißt nicht, was ist Intersektionalität, sondern was ist Rassismus. Und ich halte jetzt mal ganz kurz fest, ihr habt eine sehr unterschiedliche Definition von Rassismus. Janan, ich würde jetzt behaupten, deine ist ein bisschen anders verortet als der im wissenschaftlichen Diskurs, tatsächlich aus der Rassismusforschung, weil da gibt es ja ganz klare Definitionen. Da gibt es auch keine klaren Diskussionen. Da gibt es unterschiedliche Disziplinen und die haben unterschiedliche... Ich habe aber jetzt gerade sozusagen keine der klassisch bekannten Rassismusdefinitionen von dir gehört, sondern du bist bei deinem Begriff Ausgrenzung und Diskriminierung für die Formen, die uns heute begegnen. Das, glaube ich, habe ich schon ganz richtig verstanden. Und Alice spricht von einer Benennung der einzelnen Rassismusformen, die heute sozusagen die Kontinuität dieser historischen Rassismen sind, die ihr beide als Rassismus betitelt. Richtig? Echt. Gut. Heißt, Geschichte, seid ihr d'accord? Das, was heute, was wir sehen an Ausgrenzung und Diskriminierung bei diesen Gruppen, nicht bei behinderten Menschen, nicht bei queeren Menschen, weil das ist ein anderes Diskriminierungsfeld, Intersektionalität, wir reden über Rassismus, da gebt ihr unterschiedliche Namen. Und jetzt ist aber für mich die Frage, ist es das Gleiche, was sie erfahren? Weil Alice, du institutionalisierst es mit diesem Begriff. Und Janan, was bedeutet für dich dieser Begriff Diskriminierung und Ausgrenzung von diesen Gruppen denn? Was ist die Beschreibung für das, was wir heute erleben? Die Begriffe, haben wir jetzt verstanden. Aber wie nutzt ihr sie, um die Phänomene im Heute zu beschreiben? Also das Erste ist, wenn ich jetzt quasi die Debatten des vergangenen Jahres oder der vergangenen 2-5 Jahre angucke, auf Deutschland, also ich stelle mir vor, ich bin jetzt irgendwie so lange irgendwo woanders gewesen oder ich komme vom Mars hier runter und habe die Gelegenheit, mal die Medien und die ganzen Antirassismus-Workshops zu besuchen und so. Und dann würde ich sagen, oh Gott, Deutschland, ein schrecklich furchtbares Land. Janan, du darfst da gar nicht auf die Straße. Das sind ja alles lauter Rassisten, alles Leute, die irgendwie dir an die Gurgel gehen. Was nicht bedeutet, das sage ich ja auch fürs Protokoll, ich sage nicht, es gibt keinen, nennen wir es meinetwegen Rassismus, das gibt es, aber so wie in diesem Land darüber diskutiert wird, spiegelt es auch nicht so quasi die Realitäten wider. Dass wir so darüber... Realität. Dass wir darüber, das konkretisieren, ja, damit wir das darüber, ja, wenn du mich jetzt zu Ende reden lässt, sage ich dir das. Dass wir überhaupt darüber diskutieren können, dass Alice Hasters heißt genau, weil ich weiß, dass beides irgendwie anders ausgesprochen wird und jetzt habe ich es nicht im Kopf gehabt. So dass du dein Buch in einem renommierten Verlag veröffentlichen kannst, dass du seit Monaten, einem Jahr Topseller bist, dass du eine Kolumne hier hast, dass du ein Forum bekommst zum Sprechen und viele andere auch. Das ist auch
Ausdruck davon, dass es eine Diskussion gibt und dass sozusagen diese Gesellschaft viel weiter ist als eigentlich in den Diskussionen. So, was nicht bedeutet, dass es eben auch Ausgrenzung, strukturelle Diskriminierung, meinetwegen auch strukturellen Rassismus gibt. Man kann aber auch, was gut läuft, kaputt reden. Und das ist meine Sorge. Also, warum sitze ich auch hier? Warum beschäftige ich mich damit? Weil es mich wirklich besorgt, die Art und Weise, wie wir diese Gesellschaft auseinandernehmen und auch Leute, die eigentlich wohlwollend sind und die vielleicht nicht so reflektiv sind und auch nicht so die ganze Kolonialgeschichte irgendwie so sich verabreicht haben, all die Dinge nicht so bewerten, beurteilen und möglicherweise falsche Begriffe benutzen, da startet ja auch ein Shitstorm. Ich möchte nicht wissen, was für ein Shitstorm ich heute ausgesetzt werde, weil ich dann irgendwas gesagt habe, was eigentlich absolut EBB ist. Also, wenn wir wollen, dass eine Gesellschaft so gleich wie möglich ist und so, so viel Chancengleichheit wie für alle, unabhängig von welchen Herkünften, Gruppen und Haar- und Hautfarben sie haben. Ja, dann müssen wir gucken, wie schaffen wir das und nicht dauernd irgendwie so, wie soll ich sagen, Leute vergrätzen. Ja, so, und das ist das, was ich mitkriege, dass diese ganze Art der Diskussion und der Analysen und der Bestandaufnahmen in Deutschland als rassistisches Land und weiße Privilegierte sowieso, die müssen sich schuldig fühlen, dass das nicht dazu führt, dass man Menschen mitnimmt. Ja? Das ist doch ein gutes Argument. Menschen mitnehmen, das ist deine Kritik. Alice, wie kann man denn Menschen mitnehmen und trotzdem sprechen darüber? Also ich glaube, dass man, also das ist immer das Paradox und das wird einem ja auch immer vorgehalten, dass man ja eigentlich nur über Rassismus in dieser Form reden kann, weil es eigentlich nicht so viel Rassismus gibt. Also natürlich sind, also dass die dass man hier über bestimmte Dinge redet, das ist ja nicht nur im Kontext von Rassismus so, im Kontext von Feminismus wird das ja auch gesagt und dann wird irgendwo anders hingezeigt und sagt, hier ist es viel schlimmer, da könntest du das gar nicht sagen. Ich halte das Argument für nicht so wirklich zuträglich. Ich sehe da auch, ich priorisiere auch da was anderes. Und zwar okay, ich fang nochmal. Ich muss leider erstmal auf Gendern eingehen und dann komme ich auf deine Frage zurück. Es ist ja nicht so, als ob diese antirassistische Arbeit und dieser Ton, den du so kritisierst, der jetzt in den letzten Jahren immer lauter geworden ist, dass er nicht einfach so gekommen ist. Es ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Ne? Also Pegida, AfD, es gab rechten Terror vermehrt. Also das sind ja Dinge, die schlimmer geworden sind in diesem Land. Das heißt, irgendwann mal, und da falle ich ja auch rein, hat man irgendwann gedacht, es bringt diese alte Formel von, wir sagen Rassismus am rechten Rand, das ist ganz schlimm und wir alle anderen, wir gehören nicht dazu. Das funktioniert nicht und es funktioniert nicht mehr. Das hat die AfD wirklich gezeigt. Wenn man gesagt hat, ja, rechte Ideen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dann muss man sich eben diese Mitte der Gesellschaft anschauen und dann muss man gucken, was ist denn hier eigentlich los? Warum sind rechte Ideen denn so anschlussfähig? Und deshalb muss man auch, also daher kommt diese Strategie, sich eben auch die Mitte der Gesellschaft mal rauszupicken und die genauer unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, wie kann das sein, dass bestimmte Ideen, bestimmte Konzepte auf einmal so aufgenommen werden und auf einmal so beliebt werden und eine rechte Partei so beliebt werden kann. Das heißt, das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, dass man natürlich sehr viel darüber nachdenkt, wie kann man die Menschen, die, also ich nenne sie jetzt mal Triggerwort, aber wie kann man weiße Menschen mitnehmen? Natürlich stellen die immer noch die Mehrheit in diesem Land und wir sind davon abhängig, dass weiße Menschen dass sie antirassistisch sind oder zumindest, weil wir sind einfach, they outnumber us, so, sind einfach mehr. Deshalb denken wir so viel darüber nach, wie können wir weiße Menschen mitnehmen. Aber mir fehlte einfach auch ein bisschen, und ich glaube, das fehlt vielen jungen Menschen,
vielleicht mal was anderes zu priorisieren. Und zwar zu priorisieren, dass wir wütend sind und dass wir auch eine ganze Menge aushalten müssen und dass wir vielleicht keine Lust mehr haben, zu sagen, okay, wir nehmen das alles in Kauf, ein paar Demütigungen hier, ein blödes, ein rassistisches Wort da, ein blödes Kinderlied da, so und so wird mir gesagt, den Job kannst du, also das kannst du noch nicht machen, weil du bist als schwarze Person, ich kann da nicht für die Kamera stellen und so weiter. Nehmen wir alles in Kauf, weil kann ja alles, könnte ja alles. Warte ganz kurz, lasst euch ausreden, bitte. Könnte ja alles schlimmer sein. Ganz kurz Janan ausreden lassen, weil sonst ist es schwierig mit der Übertragung. Könnte ja alles schlimmer sein. Mich hat noch kein Nazi die Straße runtergejagt. Deshalb haltet die Pferde still, wenn wir jetzt das R-Wort aussprechen und Rassismus laut sagen, das ist auch Rassismus, dann verärgert es die Leute so sehr, dass sie uns erst recht aus diesem Land jagen und alle die AfD wählen. Das ist ja die Argumentation, die oft kommt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, einmal zu sagen, dass die Menschen, die quasi sehr vorsichtig auf Zehenspitzen versuchen zu sagen, hallo, könnt ihr uns bitte nicht diskriminieren, aber seid bitte nicht sauer auf uns, aber wir würden sehr gerne, dass ihr aufhört, das zu sagen, dass uns irgendwo der Kragen platzt. Es muss irgendwo Platz geben für diese Wut. Und ich glaube auch, dass die Mehrheitsgesellschaft oder dass weiße Menschen, wenn wir jetzt über Rassismus reden, diese Wut auch einmal sehen muss. Und die muss sie auch einmal aushalten. Also, wir kommen sonst nicht weiter. Diese Wut, diese potenzielle Wut, die in Kauf genommen wird, um weiße Menschen nicht zu verärgern, die wird einen nämlich auch irgendwann mal, wenn wir die nicht rauslassen, in den Hintern beißen sozusagen. Also von daher glaube ich, geht es nicht anders. Okay, Janan, jetzt. Also, die Frage, die mich jetzt beschäftigt ist, wo wollen wir hin? Und ist das, was eigentlich hier so quasi als Ziel gesetzt wird, gibt es irgendeine Gesellschaft, in der quasi diese Gleichheit, in der Ausgrenzung, in der Diskriminierung nicht vorhanden ist? Ja, also so. Ich kenne kein Land, um jetzt mal diese Schauspielerin zu zitieren, nennt mich naiv, aber ich weiß da nichts von. Und dann zu gucken, ist das auch eine Grundstruktur von Menschen, die quasi das, was vermeintlich anders und fremd erscheint, quasi erstmal auch auszugrenzen oder also das. Soweit meine Kenntnisse der Entwicklungsgeschichte der Menschheit sind, ist das quasi auch eine Überlebensstrategie gewesen, quasi das, was vermeintlich fremd anders wahrgenommen wird, dann erstmal auch so als den Gegner wahrzunehmen. Das ist etwas, was in uns allen drin ist. Ja? Also wenn man so sagt, der Rassist in einem selbst ist in allen, also wenn wir das so definieren, quasi das andere ausgrenzen, Fremden gegenüber respektierlich sein oder alle Kategorien so. Wenn ich davon ausgehe, dass es ein Bestandteil einfach so vom Menschsein ist, dass man so anders vermeintlich Aussehende, anders Sprechende so erstmal ausgrenzt, auf der individuellen Ebene, dann kann ich ja gucken, was ich für eine persönliche Strategie entwickle. Ja? Also es gibt so einen, irgendwie so einen amerikanischen Politiker, ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber der ist gefragt worden, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber wie er mit dem Rassismus umgegangen ist und so weit gekommen ist, hat gesagt, ich habe den Rassismus erstmal einfach ignoriert. Ja? Also auf der individuellen Ebene ist es auch eine Haltung, die ich selber einnehme. Ob ich mich von jedem, der irgendwie mich blöd anguckt, jetzt sozusagen, oh, ich bin jetzt aber beleidigt, oh, ich bin aber verletzt. Also das ist auch eine innere Haltung. Wenn ich zu einer Psychiaterin gehe oder eine Therapeutin, das Erste, was eine Therapeutin einem sagt, Frau Topchu, die anderen können Sie nicht ändern. Ja, wenn sie blöd anblöken oder wenn sie meinen, dass weil sie so aussehen, irgendwie sie nicht neben ihnen sitzen wollen, da können sie nichts dran ändern.
Ja, ändern Sie Ihre Haltung. Was Sie machen können, ist Ihre Einstellung zu Ihrer Außenwelt. Lasse ich mich davon verletzen, kränken oder was weiß ich, auf der individuellen Ebene. Ja? Dann kann ich gucken, was gibt es auf der strukturellen Ebene, Mechanismen. Das ist die zweite Ebene. Wenn ich aber diese individuelle Ebene brechen will, ja, dass ich Menschen dazu bringen möchte, open mind zu sein, aber und auch ihre inneren Vorurteile, ihre inneren Ansichten zu reflektieren, das kann ich ja machen, ja, und das, da ist man auch zu offen, also da kann man auch offen zu sein, aber nicht, indem ich Leute an die Wand dränge und ihnen sozusagen ein Schuldgefühl vermittle und ihnen als weiße, privilegierte so Zuschreibung. Das funktioniert nicht. Gerade dann Leute, die eben weiß sind, aber nicht mächtig sind und die sich nicht privilegiert fühlen, werden dann nämlich zu diesen Rassisten, die dann eben auch AfD wählen. Und wie wollen wir das hinkriegen? Das von der individuellen Ebene. Die Leute wählen nicht die AfD, weil wir gesagt haben, sie seien Rassisten. Das stimmt einfach nicht. Die Leute wählen nicht die AfD, weil ich ein Buch geschrieben habe. Nein, aber die Leute wählen AfD, weil sie das Gefühl haben, dass ihnen ihr Land quasi fremd wird. Und wie vermittelt man das, dass sozusagen Migration Bestandteil der Weltgeschichte ist, dass Pluralität eigentlich irgendwie das Normalste von der Welt ist? Und dieses, das geht ja um das Vermitteln, dass die Leute nicht Angst haben müssen, dass ihnen was abhanden kommt. Und das scheinen wir ja offensichtlich nicht hinzukriegen. Aber in dieser Gesellschaft nicht hinzukriegen, das muss man nicht vergessen. Nein, wir als Gesellschaft und wir als Gesellschaft, wir die Leute, die sozusagen für eine Vielfalt stehen und wollen, dass alle gleich behandelt werden und alle auch Zugänge zu Bildung, zu Machtpositionen haben oder wie auch immer. Also es ist offensichtlich, aber ist es doch ein Vermittlungsproblem. Sonst hätten wir das nicht. Ja? Sonst hätten wir nicht die Dumpfbacken, die auch tatsächlich gewalttätig wären, und wir hätten nicht die Deppen, die dann eben AfD wählen. Also die Frage ist, wie kriegen wir das hin, dass wir Menschen für uns gewinnen und dafür werben, wir sind eine vielfältige Gesellschaft, eine schwarze Alice tut euch nichts und eine Janan tut euch auch nichts, sondern wir sind einfach Teil dieser Gesellschaft. So, und ich möchte jetzt das ist tatsächlich eine große Sprünge, die immer gemacht werden. Jetzt sind wir wieder auf der Seite sozusagen von Whiteness, sind wir. Aber eigentlich war unsere Auslagenslage, darüber zu sprechen, ob die verschiedenen Formen von Rassismus benannt werden sollen, ob es die überhaupt gibt und welche Berechtigung die haben in der Migrationsgesellschaft. Alice hat gesagt, es geht viel mehr um Migrantisierung als Rassifizierung, um das irgendwie mal einzuordnen. Da bist du eher bei Janan, Stichwort Migrationsgesellschaft, Integrationsdebatte und das. Und das andere ist sozusagen, den Rassismus in seiner Struktur zu erfassen. Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil es geht hier in dieser Streitbar um die Frage von Rassismus und nicht darum, und ihr seid schon bei diesem, so wie vermitteln wir den? Aber die Frage ist doch, wenn ihr kein gleiches Verständnis habt von dem, worüber ihr sprecht, wie wollt ihr also etwas vermitteln? Und die Problematik, die das ergibt, höre ich bei euch beiden heraus. Also frage ich nochmal zurück, was wollt ihr denn vermitteln? Janan, was möchtest du vermitteln? Alice, was möchtest du vermitteln? Also was ich vermitteln will, habe ich doch vorhin auch schon gesagt. Also so, ich gucke zielorientiert, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wie schaffen wir es, deswegen, also rassismusfrei, das finde ich auch so etwas, so auch Ideologie, also so, deswegen habe ich gesagt, ich kenne keine Gesellschaft, aber wie schaffen wir es, dass wir Ausgrenzung, Diskriminierung minimieren und Machtstrukturen knacken können? Das ist so quasi dafür. Und was ist denn, genau, und was ist das Tool? Ja. Sozusagen, wenn also mit den Menschen zusammen, ohne sie in die Ecke zu drängen, ohne diese Diskussion, wie das, sie führt, so dass ich Leute gewinne, quasi empathisch die Themen zu reflektieren, mit mir sich das anzugucken, wie sich es anfühlt, ausgegrenzt zu werden. Und ich bin eine Praktikerin. Ich bin eine Beobachterin, ich bin keine Theoretikerin und ich führe auch Diskussionen nicht auf so einer akademischen Ebene. Und am liebsten
spare ich mir auch diese ganze Geschichte im Detail aus, sondern ich sage und werfe so einen Schnelldurchlauf die Menschheitsgeschichte und sage, ob ihr es wollt oder nicht, das ist Realität, da werden wir nicht so drum zurückgehen, also wir gucken uns an, wie schaffen wir es. Gut, ich glaube, das haben wir erfasst, Janan, aber das ist sozusagen ohne Begriffe, ohne Theorie, dein Gefühl, du hast von individueller Ebene gesprochen und sozusagen nicht an die Wand fahren. Alice, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, du hast gesagt, es braucht das Benennen und vielleicht braucht es eine gewisse Wut, um die Deutlichkeit zu erfassen. Ihr seid sehr weit auseinander an diesem Punkt und ich habe sehr viele Fragen im Chat in der Zwischenzeit bekommen. Versuche irgendwie in ein Cluster zu kommen, aber Alice, du warst noch nicht dran, deswegen erst du. Genau, ich glaube auch, eigentlich sind die Strategien schon benannt worden. Ich glaube, dass man ein bewusstes Konfrontieren braucht. Und ich glaube auch, dass man natürlich kein Überfahren braucht oder jemanden wirklich nicht mehr zu Wort kommen lassen und so weiter. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da eine gewisse Fragilität oft ist bei Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Das heißt, auch das habe ich bei dir rausgehört, Janan, von dem, was du gesagt hast, dass es durch die Strategien, die die Leute finden, die einfach ausgegrenzt werden, sei das aus einem natürlichen gesellschaftlichen Gebilde heraus oder sei das durch rassistische Kontinuitäten heraus, da können wir uns drüber streiten, sollten selbst Strategien finden, wie sie dem entgegenwirken können, damit sie der Mehrheitsgesellschaft vermitteln können, dass wir eine plurale Gesellschaft sind. Und damit kann ich mich nicht ganz anfreunden, weil ich finde auch, dass die Menschen, die quasi ausschließen, die einen als fremd markieren, auch eine Aufgabe haben und dass die auch viel zu tun haben oder eine große Aufgabe haben, dass ihnen auch eine große Aufgabe zuteil wird, wenn es darum geht, überhaupt Rassismus, eine rassismuskritische Welt zu sein. Ich glaube, ich bin auch total bei dir, dass ich gar nicht darauf abziele, zu sagen, wir eliminieren Rassismus. Das glaube ich, hat überhaupt, also das, ich würde auch dafür plädieren, erstmal den Blick für Rassismus zu schärfen und somit zumindest entgegenzuwirken und zu garantieren, dass wir überhaupt darüber sprechen können, wie können Strategien aussehen, die halt Rassismus minimieren. Aber ich möchte das nicht nur auf den Schultern der Betroffenen sehen. Das hat für mich aber falsch verstanden. Wenn ich als wir gesprochen habe, habe ich nicht wir People of Color und wir Migranten, wir Türkenkinder, sondern wir als Gesellschaft. Also ich habe mich jetzt nicht in irgendeiner migrantischen oder ausgegrenzten Gruppe gesehen und davon ausgesprochen, sondern wir als Gesellschaft dazu beitragen, dass alle, die das nicht offensichtlich irgendwie hinkriegen, erkennen, sehen, fühlen, dass Vielfalt ein Bestandteil ist und dass man nicht drumherum kommen wird und so quasi ihre Mechanismen des Ausgrenzens hinterfragen. Nicht als irgendeine migrantische oder was weiß ich Community, sondern insgesamt. Und letztendlich tun wir das ja auch alle. Also ich mache das ja auch zum Beispiel mit meinem Buch und letztendlich kann man auch sagen, machen das Menschen auch, weil ich glaube, ganz viel Kritik der dogmatischen antirassistischen Haltung kommt ja oft aufgrund sozialer Medien, weil sehr viele Leute irgendwie halt Tweets lesen und denken, das ist die ganze antirassistische Arbeit, die vorherrscht. Und natürlich innerhalb von Tweets das oft sehr zugespitzt ist und dann oft sehr scharf klingt. Und das liegt ja, und das, so wie verstehe ich dich zumindest, du kritisierst ja, dass der Ton viel zu scharf ist, dass man die Leute zu sehr an die Wand drückt und dass man ihnen zu harte Vorwürfe macht und dass man lieber eine Handreichung macht und sagt, guck mal, ist doch alles gar nicht so schlimm, wir sind doch total, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Das ist ja quasi eher die Haltung, die du für konstruktiver hältst, richtig? Ja, gut, also es ist arg verkürzt, so verniedlicht, aber ich nehme... Aber so tendenziell, dass man halt nicht sagt, hey Leute, ihr seid weiß, kommt mal klar, sondern dass man sagt, hey, guck mal,
wir tun doch gar nichts. Das ist quasi so, es ist total verkürzt, aber das sind so ein bisschen die zwei Sachen, die man so gegenüberstellt. Und ich glaube auch, dass man vielleicht zu deinem Punkt kommt, aber nur, wenn man in diesem Prozess eine gewisse Wut zulässt. Weil so, wie du das beschrieben hast, ist es einfach ungerecht, dass manche Menschen, gerade, und vielleicht sehe ich das, vielleicht ist das auch ein Generationsunterschied, aber es ist doch klar, dass Leute, die hier sind, hier geboren sind, deren Eltern hier geboren sind, aber trotzdem die als fremd markiert werden, das überhaupt nicht einsehen, hier irgendwo eine Arbeit zu machen, dass die, warum die jetzt nicht, also warum die fremder sein sollen als andere Menschen. Das wird natürlich über Generationen immer absurder. Und die werden natürlich auch irgendwo haben ein gewisses Entitlement, ich habe da irgendwie kein gutes deutsches Wort für, so einen gewissen Anspruch zu sagen, ich muss hier überhaupt niemandem erklären, dass ich hier nicht fremd bin. Ich bin nämlich nicht fremd. Ich bin so. Aber genau, ist es denn so wichtig? Also ich meine, das ist ja auch so eine Debatte, die irgendwie auch seltsame Früchte trägt, mit dieser auch, dass, also mir ist doch wirklich Schnuppe, ob jemand mich irgendwie danach fragt, wo ich herkomme, oder irgendwie meint, dass ich irgendwie so fremd bin. Also das ist das, was ich auf der individuellen Ebene gemeint habe, zu gucken, also auch um der Selbstfürsorge willen, da eine Strategie für mich zu entwickeln, um meine Seelenhygiene. So, das ist das eine. Das zweite ist, wir wissen auch, dass in Deutschland, also so der ganze, Betrieb, da gar nicht danach gehen kann, dass er jetzt irgendwelche Migranten von irgendwas ausschließt. Der Arbeitsmarkt ist für qualifizierte Leute so dünn besiedelt, dass sie sich irgendwie Ärzte aus Bulgarien, ITler aus was weiß ich was holen. Also diese Strategie zu sagen, als Migrant mit Ö und U im Namen kommen wir nicht voran. Also so, da gibt es auch Studien, das stimmt offensichtlich dann so, aber wenn man mit den Personalern spricht und wenn man mit den Leuten spricht, die im Arbeitsmarkt auch so quasi das heißt, es gibt es eigentlich haben, nicht. Also es gibt sicherlich auf der individuellen Ebene gibt es das auch, aber also auf einer strukturellen Ebene dass also kein Krankenhaus kann sich heute erlauben zu sagen, eine schwarze Ärztin stellen wir nicht ein. Ja, kein Betrieb, der einen Ingenieur braucht, kann sagen, einen Özkan Türksönmez stelle ich nicht ein. Also und es ist mittlerweile auch so weit, dass viele Leute mit Ös und Üs im Namen, wie ich immer sage, auch durchaus in gute Positionen gekommen sind. Ich sage nicht, dass es nicht Ausgrenzungsmechanismen gibt, aber das so hinzustellen, dass man grundsätzlich, wenn man migrantisiert ist, nicht vorankommt oder irgendwie einem alles, also es gibt immer, also für Frauen ist das auch so gewesen, natürlich gibt es diese Kämpfe, die man führen muss, aber ich glaube, wir sind viel weiter, ja, viel weiter real, als die Diskussion so widerspiegeln. Alice, möchtest du darauf noch eingehen? Weil ich glaube, da unterscheiden sich eure Punkte sehr stark. Während du, Janan, denkst, das ist viel besser geworden, sagt Alice, wir sprechen aus einer anderen Warte. Ich habe nämlich noch die Fragen und die würde ich gerne noch in den Raum stellen. Deswegen Alice nochmal, bitte. Und dann. Also ich glaube auch, dass wenn es nicht rassistische Ressentiments gäbe, dass es sehr viel besser wäre für die Wirtschaft und sehr viel besser für alle. Das sagen auch, wenn man das so argumentieren möchte, dann heißt es auch oft aus dem liberalen, antirassistischen Bewegungen hier, es ist auch also Vielfalt und eine diverse Besetzung kurbelt die Wirtschaft an, ja. Aber nichtsdestotrotz scheint es ja nicht ganz so zu funktionieren. Also auch wenn das wahrscheinlich besser wäre für den Markt, gibt es immer noch, und das berichten ja viele Leute und eben die Studien sprechen auch dafür,
gibt es diese Diskriminierung aber. Deshalb, das ist so das eine. Und dann finde ich halt, wie gesagt, ich kann mich nicht damit anfreunden, zu sagen, es gibt dadurch, dass es auch OberärztInnen gibt mit türkischen Namen oder so, ist antirassistische Arbeit quasi, übertreibt sie vollkommen oder in ihrer Haltung. Das, ja, natürlich, okay, das spitze ich jetzt vielleicht ein bisschen zu, aber dass man, also natürlich sind die Wege immer, ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch Fortschritte gibt oder dass es auch vorangeht oder so weiter, aber ich habe einfach das Gefühl, dass man hier so ein bisschen, also solange Rassismus in dieser Welt vorherrscht und solange die Zahlen halt auch so sind, wie sie sind, dass einfach sehr viele, dass Menschen, die mit sogenanntem Migrationshintergrund überproportional von Armut betroffen sind, unterrepräsentiert sind an Universitäten, an Gymnasien und so weiter, muss man halt darüber sprechen, was Rassismus in unserer Gesellschaft macht, auch wenn es vielleicht, also auch wenn es natürlich irgendwie auch teilweise vorangeht, kann man die Diskussion ja nicht einfach einstellen und sollte man sie auch nicht weniger scharf führen, weil wir sind noch überhaupt nicht da, wo wir sein sollten. Und die Frage ist halt, wie lange sollen wir denn geduldig warten und uns und sagen, ja, das wird schon alles funktionieren. Ohne diesen Druck, den auch die antirassistische Arbeit macht, geht es halt auch nicht voran. Naja, also Entschuldigung. Also im Gegenteil geht es halt vielleicht auch wieder zurück. Also ich bin seit 1973 hier und wenn ich das vergleiche mit 1973 und also soweit ich das wahrnehmen kann in den 80ern und wenn ich mir das heute angucke, es gibt auch Rassismus, aber wir sind auch gesellschaftlich viel weitergekommen. Es gibt ganz viele so Selbstverständlichkeiten, die werden überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Und wenn ich jetzt sage, dass Migranten in bestimmten also so benachteiligt sind. Ich würde da eher über Klassizismus sprechen, als über Migranten, die benachteiligt sind. Also das ist auch eine oberflächliche Diskussion, weil nicht jeder, also so über welche Migranten sprechen wir, wenn du die Nachkommen der Arbeitsmigranten dir anschaust, da sind ganz viele Kinder der Gastarbeiter, Generationen, die auch Akademiker geworden sind. Es gibt auch Studien, die dann sagen, im Verhältnis sogar der Anteil ist viel höher. Also wir müssen, also das sind so platte Diskussionen, also so Migranten per se werden benachteiligt, da stehe ich nicht dazu, ja. Also deswegen, was ich auch trotzdem betone, ich sage nicht, dass es diese Probleme nicht gibt, aber in der Art und Weise, wie sie diskutiert werden, gibt es sie eben so nicht. Also es wird nicht... Ich finde es ein bisschen anstrengend, wenn man immer sagt, es gibt die Probleme, aber es gibt sie nicht, aber es gibt die Probleme. Also es gibt sie auf einer anderen Weise. Über den Klassizismus gibt es das, dass sozusagen auch die Bildungsbenachteiligung, Milieus, soziale Herkunft und nicht unbedingt die ethnische Herkunft, das können wir uns angucken. Ja? Da kann man dann Benachteiligungen wahrscheinlich auch, dann ist es auch über die Migrationslinie hinaus gibt es ganz viele Menschen, die auch benachteiligt sind, die auch nicht vorankommen, die auch nicht da ankommen, wo sie hinwollen. Also wir picken uns immer so einzelne Gruppen raus und sagen, die werden benachteiligt. Also wenn wir eine Gesellschaftsanalyse machen wollen, dann müssen wir uns das ein bisschen breiter angucken und gucken, warum werden welche bestimmte Gruppen benachteiligt. Dann denke ich, sind wir in den Analysen weiter voran, als wenn wir so, das ist nämlich diese Identitätspolitik übrigens, die wir jetzt betreiben hier.
Also tatsächlich würde ich gerne aus journalistischer Perspektive noch mal ganz kurz das einbringen. Es gibt Studien, die sehr wohl Merkmale von klassisch, also von sozialem Status und Herkunft verbinden und die da auch eine Kausalität feststellen. Genauso wie man auch feststellen kann, dass die Zahlen rassistisch motivierter Anschläge sehr hoch gewesen sind, vor allem seit 2015. Und da gab es ja nicht ohne Grund auch die Bezüge zu den 90er Jahren. Also Janan, sehr wohl auch eine Zeit, in der du ja auch sozusagen deine Arbeit begonnen hast. Aber Schritte vor, Schritte zurück. Ich würde sagen, unterschiedliche Generationen sprechen hier auch. Ich nehme die Frage 3. Ich habe hier einige, muss das jetzt einfach machen. Passt auch zu dem, was du angesprochen hast, Janan. In der Diskussion ist häufig der Begriff Generation gefallen. Ich würde gerne auf das Thema Klassismus zu sprechen kommen. In der Klassismusforschung wurde nun schon mehrmals festgestellt, dass sogenannte Aufsteigerinnen, wie Frau Topchu zum Beispiel, eine ist, die sich ungern in einem rassistisch, klassistisch, sexistischen System verorten und da diskutieren. Liegt hier vielleicht der Grund für das unterschiedliche Verständnis von Alice und Janan? Das finde ich eine interessante Frage. Alice, eben hat Janan gesprochen, Alice, ja. Okay, also ja, ich kannte diese Studie nicht, ich finde das aber irgendwo plausibel und ja, eventuell liegt es daran. Es ist so ein bisschen schwierig, mich da einzuordnen, also gerade was so Bildungsaufstieg angeht, das liegt aber daran, dass ich halt auf der einen Seite, also dass Klassismus sich bestimmt zusammensetzt und ich bin zwar mit wenig Geld, aber mit irgendwie anderen Privilegien aufgewachsen und deshalb finde ich es immer schwierig, ich weiß nicht, ob ich eine Bildungsaufsteigerin bin oder nicht. Ich würde, keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich so ein Mittelding. Deshalb kann ich das jetzt gerade nicht so gut einordnen. Aber so eine klassische Bildungsaufsteigerin bin ich auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, das heißt, das unterscheidet mich von Janan. Das stimmt. So. Und dann kann man natürlich sagen, dass da vielleicht einfach unterschiedliche Perspektiven deshalb vorherrschen, aber es ist gerade schwer irgendwie. Diese These ist schon auch in anderen Kontexten aufgefallen sozusagen. Es geht auch so ein bisschen um sozusagen, ich habe zurückgelegt, kennt man auch aus dem feministischen Diskurs, was hier gefragt wird. Also sozusagen, ja. Ich habe einen Weg zurückgelegt und beurteile im Nachhinein das, was jetzt passiert, nochmal anders. Janan, wie stehst du dazu? Was denkst du? Ich sag mal, ich bin Gastarbeiterkind. Ja, also aber ich komme aus einer Akademikerfamilie. Mein Vater ist Lehrer und meine Eltern waren nicht, wie von vielen auch irgendwie nicht leseunkundig oder wie auch immer. Natürlich habe ich aber trotzdem auch hier in meinem Werdegang, das wie viele auch, ich kam auf die Hauptschule, weil ich auch grottenschlecht war, weil ich schlechte Noten hatte. Ich hatte aber glücklicherweise eine tolle Lehrerin, die dann erkannt hat, aha, die Topche, die ist so gut, was hat die da zu suchen? Also hat sie sich engagiert und ich bin auf die Realschule, Abitur studiert und was weiß ich und habe mich mit diesen Themen immer beschäftigt, weil ich natürlich auch von Ausgrenzung und Diskriminierung in meinen Kind- und Schulzeiten befasst war. Also es ist ein Thema, was mir nicht fremd ist. Aber meine Strategie war dann halt auch so, das so quasi links liegen zu lassen und zu sagen, ich lasse mich nicht von dem, wie mich andere diesen Zuschreibungen reduzieren und gehe meinen Weg. Ja, und das ist auch das, was ich jetzt auch vielen jungen Leuten empfehle und sage, ob irgendjemand sagt, dass du nicht dazugehörst oder in China fällt ein Sack Reis um. Die Frage ist, lasse ich mich sozusagen zum Opfer machen, zum Objekt machen oder definiere ich mich selber und meine Identität auf der individuellen Ebene? Und trotzdem kann ich ja dann auch sagen, es gibt strukturelle Diskriminierung und da kann man gucken, welche Strategien man dann entwickeln kann, gemeinsam. Und da denke ich eben, ich wiederhole mich, mache ich aber trotzdem, wenn ich Verbündete suche und sie finden möchte, die diese strukturellen Diskriminierung und meinetwegen auch Rassismus auflösen wollen, wenn ich das aber damit anfange zu sagen, ihr Weißen, du Weißer, bist quasi eigentlich der Privilegierte, du bist der am Machthebel und du bist eigentlich der Diskriminierende und im Grunde
So, werde dir erstmal deiner Urschuld bewusst. Sondern das hatten wir schon. So, aber so funktioniert es eben nicht. Genau, aber ich versuche noch Fragen mit aufzunehmen und diesen Punkt, wie man sozusagen mit der nicht Rassismus erfahrenen Position umgeht, das hatten wir. Ich würde gerne noch zwei Fragen an euch weitergeben, bevor die Zeit uns ruft. Einmal an Janan und einmal an Alice. Janan, hier steht, für dich steht hier, Janan, du schreibst einen Text für die SZ über diese neuen Antirassismus oder let's call it migrantische Identitätspolitik und es kommentieren überwiegend Stefans, Martinas und Johannes in deinen Text mit super ausgewogener Text. Was sagt dir das? Also es kommentieren nicht nur die Stefans und was weiß ich was. Ich habe einen Haufen von Rückmeldungen gekriegt, E-Mails, SMS, Messenger, was weiß ich was, von Leuten, die ähnlich denken und die sich dafür bedankt haben, dass ich diesen Diskurs ein bisschen differenzierter auch aufgedröselt habe, als das heute so quasi dominiert. Also das stimmt nicht. Ich glaube einfach nur, es gibt so bestimmte Leute, die dann diese sozialen Netzwerke mehr nutzen als andere. Und die organisierenden Antifaschisten und Antirassisten sind da viel stärker vielleicht in den sozialen Netzwerken als andere, die dann einfach sagen, ja, also in diesen Debatten fühle ich mich auch gar nicht, erkenne ich mich gar nicht. Wer möchte, kann gerne Leserbriefe von mir dann auch. Ich habe hier noch eine Frage leider übersehen, die geht so ein bisschen an euch beide. Und zwar geht es sozusagen um die Sichtbarkeit. Stichwort, du, Janan, schreibst über die Deutungshoheit haben in der Süddeutschen Zeitung, während diese Antirassismus-Aktivisten in Anführungszeichen sich nur auf Social Media austoben können und nicht den Zugang zur Mitte haben und sich trotz dieses Artikels oder dieser Art zu schreiben seit den NSU-Morden nichts verändert hat. Das ist jetzt eine große Brücke. Ich glaube, will sagen, bestimmte Leute schreiben in den etablierten Medien, die anderen können sich auf Social Media austoben und haben diese Zugänge nicht. Und so diese sozusagen gemäßigte Form verhindert auch nicht, dass rassistisch motivierte Anschläge passiert sind in der Vergangenheit. So würde ich diese Frage deuten. Das heißt, es zielt ein bisschen ab, die Frage für mich, auf die Frage, welcher Ton ist der richtige, um solche Anschläge nicht zu verhindern? Also ich glaube, sagen wir mal so, in der jüngsten oder in der Vergangenheit gab es schon immer unterschiedliche Strategien, gegen Rassismus vorzugehen. Es gab radikalere Strategien, es gab gemäßigtere Strategien, es gab Leute, die eine Handreichung gemacht haben, es gab Leute, die gesagt haben, nee, wir reden nicht mehr mit euch und so weiter. Und es gab immer ein Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Strategien. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, eine Strategie funktioniert zu jedem Zeitpunkt und für alle. Es ist immer so, dass diese Strategien einhergehen miteinander und dass sie insgesamt eine Bewegung abbilden. Und vielleicht hat man dann mehr Betonung auf das eine und manchmal hat man mehr Betonung auf das andere, aber solche Sachen existierten immer gleichzeitig. Das heißt, ich finde das einfach, also es wird keine, weiß ich nicht, einen Antirassismus der Mitte geben, ohne dass es einen radikalen Rassismus gibt und umgekehrt, also ohne dass es einen radikalen Antirassismus gibt und umgekehrt. Also von daher glaube ich, es gibt hier, und das eine wird auch keine Wirkung haben ohne das andere. Das ist halt einfach, das muss ich, es ist auch keine Meinung, es ist auch einfach Wissenschaft, kann das auch sagen. Also von daher würde ich einfach sagen, es ist einfach so, auch so ein bisschen, wenn man sich das mal so von außen betrachtet, sieht man halt, muss man halt gucken, welcher Strategie man sich am ehesten anschließen möchte. Aber also, dass beides immer besteht, wird auf jeden Fall so sein. So. Und das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt. Ja, aber das, also so, deshalb denke ich auch immer, also ist halt auch dann die Frage, ich finde es nämlich irgendwie schwierig, sich innerhalb der antirassistischen Bewegung so zu kloppen und zu sagen, deine Arbeit hat keinen Wert oder deine Arbeit hat keinen Wert, weil die ist mir zu radikal und die ist irgendwie zu lauchmäßig,
finde ich halt irgendwie nicht so wirklich richtig, weil die einen werden mit den anderen, also werden ohne die anderen nämlich nicht weiterkommen. Es wird, also es muss die Leute geben, die den Druck machen und die immer richtig laut sind und die die Leute gegen die Wand stellen. Und dann muss es Leute geben, die sagen, kommt, nee, wir reden jetzt nochmal. Und dieses Wechselspiel gab es schon immer. Und dieses Wechselspiel hat sich auch schon immer gegenseitig bedingt. Und ja, je nachdem, wie sich Dinge entwickeln, wird das eine ein bisschen relevanter oder das andere ein bisschen relevanter. Also ich glaube, das ist quasi so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das die Frage an sich war, aber das wollte ich jetzt mal einfach mal loswerden. Ich würde gerne was zu der Antirassismusarbeit. Mhm. Was ich daran gefährlich finde, ist, also auf der einen Ebene, weil ich auch junge Studenten und Studentinnen habe, gerade auch heute, ja, das nimmt Dimensionen an, das erlebe ich auch an unseren Jungs an 2021, die jetzt quasi Schuldgefühle haben, weil sie weiß sind, ja, und sich scheiße fühlen. Das ist ein Ergebnis, das kriege ich aber auch bei meinen Studierenden mit, das nimmt so weit Dimensionen an, dass sie dann heute über die, ich habe ein Literaturseminar, dass sie heute über die Frage diskutieren wollten mit mir, ob es eigentlich möglich ist, als ein weißer Autor oder weiße Autorin schwarze Protagonisten so entwerfen und darüber zu schreiben. Ja? Also das führt zu so einer Verunsicherung und auch zu diesem Gefühl von, das steht mir nicht zu, darüber darf ich nicht sprechen. Das ist so sozusagen die Urschuld aus der Kolonialgeschichte, die auf mir, auf meiner Haut und auf meiner sozialen Schicht lastet, dass ich da eigentlich mich komplett zurücknehme. Also wollen wir eine Gesellschaft, junge Leute, die so aufwachsen, die dann so quasi mit dem Gefühl, schuld zu sein und Schuld in sich zu tragen, ich nicht. Okay, das ist wunderbar. Ich spreche aber mit, dass diese Antirassismus-Diskussion so geführt werden. Ein Satz noch, ich habe gestern oder vorgestern einen Zeit-Online-Link angeklickt, da ging es um Rassismus und da war dann so ein 5-Minuten-Video von irgend so einer Antirassismus-Trainerin, die dann auch so quasi die Stufen des Critical Whiteness erklärt hat, wo ich so gedacht habe, also die Weißen, die an diesem Kurs teilnehmen, sollen erstmal erkennen, dass sie Rassismus schmerzhaft ist und dass sie schuldig sind und sollen durch diese Schuld gehen. Dann, Entschuldigung, wo ich so gedacht habe, was ist denn das für eine gequirlte Scheiße? Ich möchte nicht, dass meine Kinder an so einem Kurs teilnehmen. Aber ganz kurz, ich gehe kurz mal rein, weil Janan, ich habe noch nie von einem Antirassismus-Kurs gehört, tatsächlich, der mit Schuld arbeitet. Dann ist es ein sehr verquerer Kurs. Das möchte ich tatsächlich auch noch mal, um Fakten hier zu schaffen, einbringen. Schuld ist nicht das Konzept von Antirassismuskursen. Aber das ist das Ergebnis auch. Also es kann sein, dass das bei Leuten aussieht, aber wie du das sagtest. Also, wenn wir mit, also so, na okay, also ja. Punkt. Alice? Ich habe noch eine Frage, die fasst nämlich diese Strategie, wie sollen Weiße und Schwarze sozusagen gegen Rassismus vorgehen? Die kann ich an euch beide, das sind noch zwei Fragen hier. Aber Alice, willst du noch was sagen vorher? Ich will einfach sagen, dass ich glaube, dass man, also klar, man kann alarmiert sein von bestimmten Dingen. Ich sage jetzt gar nicht so, ne? Aber ich würde sagen, das ist auch ein bisschen Teil des Prozesses. Verunsicherte junge weiße Männer sind Teil des Prozesses, die sich halt Fragen stellen, mit 21 darf ich das und das noch machen und die vielleicht da durchgehen müssen. Ich finde nicht, dass das jetzt das Allerschlimmste ist. Also ich glaube, so ein Zustand, ich bin auch verunsichert. Ich stelle mir auch Fragen. Das ist, glaube ich, ein Teil der Aufarbeitung, die wir leisten müssen. So. Und ich glaube nicht, und ich will da auch Hadija beipflichten, ich glaube, ein Schuldgefühl zu empfinden, ist nochmal was anderes, als wirklich eine Schuld zu haben. Also, dass man bestimmte Dinge fühlt, dass man bestimmte Dinge empfindet, die sollte man auch irgendwo einfach laut aussprechen können, vielleicht in bestimmten Räumen, vielleicht auch irgendwie in geschützten Räumen. Und da sollte man sich durcharbeiten, wenn die Intentionen die gleichen sind und oder die richtigen sind. Und wenn da vielleicht weiße junge Männer durch eine Episode gehen, wo sie vielleicht Schuldgefühle haben
und sich überlegen, kann ich das und das machen und verunsichert sind, dann lass sie da durchgehen. Sie werden schon ihre Antworten für sich finden. Das ist halt Teil des Prozesses, würde ich sagen. Das passt jetzt zu der Abschlussfrage, die ich euch in den Raum geben würde. Da steht nämlich einmal, ich finde die erste nicht mehr beim Scoren, aber die ist hier, sollen die Strategien, um Rassismus zu minimieren, nur von Schwarzen, also von Rassismusbetroffenen oder gemeinsam mit Weißen oder getrennt voneinander bearbeitet werden oder ist das dann wieder Dominanz? Und ich erinnere mich an die erste Frage, die ich bekommen hatte, die spielte ein bisschen darauf ab, wie reagiere ich als weiße Person, wenn ich sozusagen in einem Raum bin und für Schwarze spreche, die nicht da sind, aber ich möchte mich sozusagen gegen Rassismus einsetzen. Das sind ja auch alles Dinge, die du in deinem Buch beschreibst, Alice, aber vielleicht machen wir das, um sozusagen nochmal ein bisschen diesen Blick nach vorne mit einem Ausblick von Allyship, weil das sind ja zwei Fragen, die sich so auf dieses, wie können wir gemeinsam, Fragen von Repräsentanz, wer spricht wann, an welchem Ort. Was sind da eure Gedanken dazu, Janan? Also es gibt ja so auch bestimmte Gruppen, die quasi Nicht-Betroffenen das Sprechen verbieten wollen, sozusagen. Jetzt mache ich das mal provokant. Also, wenn ich nehme jetzt mal den Begriff Rassismus, der betrifft uns alle, ja, die davon Betroffenen direkt und die quasi auch nicht davon betroffen sind, aber Teil des Systems sind, ja. Natürlich geht es dann auch darum, dass wir alle gemeinsam, und zwar nennen sie weiß, nennen sie schwarz, nennen sie People of Color, dass wir uns gemeinsam dem Thema widmen, zu gucken, wie kann man es schaffen, eine diskriminierungs- und rassismussensible Gesellschaft sich der anzunähern. Ja? Und da sind natürlich alle gefordert. Und da geht es darum, dass ich auch die nicht davon betroffen sind, so gewinne, ja, dass sie mitziehen und quasi auch von der Relevanz überzeuge. Die Frage ist, wie überzeugen wir sie? Genau. Ich glaube, du überzeugst Leute, ich überzeuge Leute, wir überzeugen Leute einfach auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich würde auch sagen, also ich stimme dir dazu, dass es nicht die Aufgabe von einer bestimmten Gruppe ist. Also, weil ich mir natürlich wünschte, dass also auf der einen Seite wünschte ich mir natürlich, dass ich denke, Rassismus zu dekonstruieren ist eigentlich die Aufgabe derjenigen, die dadurch privilegiert sind, sprich weißen Menschen. Aber dadurch, dass wir eben ein Teil der Gesellschaft, alle ein Teil der Gesellschaft sind, ist es einfach nicht wirklich umsetzungsfähig zu sagen, weiße Menschen bitte, ne, please gather, kommt mal zusammen, besprecht was und dann kommt wieder zurück und gebt uns die Lösungsansätze. Ich möchte natürlich auch im Raum sitzen und meine Bedürfnisse und meine Anforderungen irgendwie klar machen. Das heißt, ich muss mit bei der Lösung machen, auch wenn ich denke, hey, ich habe das gar nicht verursacht und jetzt muss ich irgendwie auch noch mir einen Kopf drum machen, wie ich das Ding irgendwie aufknacke. So. Aber letztendlich, glaube ich, kommt man nicht darum herum, dass alle Leute beteiligt sind, wenn es also die Betroffenen wie die Nicht-Betroffenen, wenn es darum geht, Rassismus zu dekonstruieren. Weil einfach alle mitsprechen müssen bei der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und wie und was brauchen wir. Ich glaube, dass die Ansprüche und die Bedürfnisse einfach unterschiedliche sind und dass weiße Menschen, wenn sie zum Beispiel in einem Raum sind, wo nur weiße Menschen sind und sie kriegen was Rassistisches mit und sie möchten und sie sprechen dagegen, dass sie gar nicht unbedingt das Gefühl haben müssen, sie sprechen für mich. Sie sprechen für sich, sie sprechen für ihre Version, die sie haben wollen in dieser Gesellschaft. Und sie sprechen, also das heißt, sie müssen gar nicht sich als mein Advocate sehen, sondern vielleicht einfach als das sehen, also was sie, dass sie nicht einverstanden sind mit diesem Gesellschaftsbild, was reproduziert wird. Genau, das heißt, also wenn man schon mal dieser Haltung überhaupt annimmt, dann glaube ich, ist es auch einfacher, dann kommt es vielleicht auch dieser Verunsicherung so ein bisschen entgegen, weil man dann nicht mehr das Gefühl hat, sage ich das jetzt richtig oder mache ich jetzt was falsch? Also man muss wirklich diese antirassistische Haltung und diese Vision für die Gesellschaft, die man haben will, wirklich
selbst erarbeiten und selbst auch verinnerlichen, weil sie wird immer herausgefordert werden, nicht nur von weißen Menschen herausgefordert werden. Und das ist auch gut, dass sie herausgefordert wird. Dadurch wird sie irgendwie, dadurch wird sie besser und dadurch kann man sie irgendwie ein bisschen verschärfen. Aber die Haltung, die man einnimmt, die nimmt man für sich ein. Also genau, nicht um mir was Gutes zu tun. Also auch vielleicht, aber nicht primär. Also ich glaube, mein Punkt ist klar geworden. So. Also apropos Haltung, eine Haltung wäre auch vielleicht ganz gut, das auch mal zu reflektieren in diesen Antirassismus-Gruppen. Was mache ich eigentlich, wenn ich Leute nach Schwarz und Weiß kategorisiere und Menschen, also so, wie gewinne ich sie, wenn ich sie als Weiße so quasi auch kategorisiere und in gewisser Weise kategorisiere. Also ich mache das zum Beispiel nicht, weil ich mit Menschen spreche und nicht mit Weißen und Schwarzen. Das ist jetzt so schön, vorher hatten wir so einen schönen runden Abschluss. Jetzt hast du wieder ein Thema aufgemacht. Jetzt müsste ich journalistisch sauber sein und sagen, wenn wir über Weiß und Schwarz reden, dann redet man ja wissenschaftlich und politisch gesehen nicht von Hautfarben, sondern von politischen Lebensrealitäten. Und dann muss es auch niemand persönlich nehmen. Genau, aber das nur als Disclaimer, weil ich ja dir als Abschlussfrage sozusagen diese Frage nach Allianzen, Bündnissen zwischen genau diesen unterschiedlichen Lebensrealitäten, Weiß und Schwarz sozusagen in diesem Kontext gefragt. Puh, ihr Lieben, ich danke euch sehr. Ich würde behaupten, es war ein Streitgespräch. Ihr wart nicht laut, aber ihr wart diskursiv, ihr wart sehr unterschiedlich. Ich musste mich stark konzentrieren, um euren Punkten zu folgen. Ich mache immer am Schluss das, was ich mitnehme an Fragen oder an Punkten, die ihr markiert habt. Ich habe herausgehört, dass es einen unterschiedlichen Umgang mit der eigenen Erfahrung gibt, individuell, das hast du deutlich gemacht, Janan, im Unterschied zu strukturell. Und wie ich sozusagen persönlich damit umgehe, dass es eine Gesellschaft gibt, die eben, name it, Diskriminierung, ausgrenzend oder rassistisch ist, je nachdem, welchem Wording man von euch folgt. Und wie ich mich selbst persönlich damit verbinde. Es gibt eine Aussage, die gefallen ist, die hieß, von dir, Alice, die Wut muss sein, die muss auch mal sichtbar werden, die muss auch verhandelt werden. Und erst dann können wir an einen anderen Ort kommen und nämlich auch vielleicht einen Ton finden, den Janan sich wünscht. Die Frage bleibt also, wie das gleiche Ziel ermitteln. Und können wir, was habe ich mir aufgeschrieben? Genau. Und wie können wir sprechen, dass es für alle leichter wird, über das Thema zu sprechen? Interessant fand ich auch eure Perspektive auf das Thema Opfer. Für die eine ist das Opfer immer passiv und für die andere ist das Opfer auch ein aktives. Kann man mal drüber nachdenken. Am Ende fand ich es interessant, dass ihr gesagt habt, es gibt nicht die eine Strategie, gegen Rassismus vorzugehen. Wart versöhnlich im Ton, als ihr sagte, du hast deine, ich habe meine. Ich glaube, den ZuschauerInnen ist deutlich geworden, wie unterschiedlich eure Strategien sind. Es ging viel um Schuldgefühl und Schuld haben, auch wichtige Fragen. Ist es okay, einfach Schuldgefühle zu haben? Ist es okay, sie nicht zu haben, sie abzulegen und in geschützten Räumen vielleicht zu sprechen? Und am Ende, ich nehme Alice' Worte nochmal auf, wer sich gegen Rassismus wehrt und antirassistische Haltung entwickeln will, muss das für sich tun und nicht für andere. Danke euch. Das war ein intensiver Talk. Ich danke euch sehr und wünsche allen hier im Raum noch einen schönen, bitte? Danke an die Zuhörenden. Ja, genau. Danke euch auch. Danke, Hadija, fürs Gespräch auf den Schienen halten. Genau, dann sage ich Tschüss euch allen. Bis zur nächsten Streitbar. Tschüss. Tschüss, danke schön.